Und jetzt habe ich doch noch einen Taste-Test Banane für euch. 1 und 1 Premium Bananen von Rewe. Ob die schmecken? Das ist die Banane. Sie ist mir auseinandergebrochen. Kein gutes Zeichen. Ihr habt das schlimmer erwartet. Ich habe es echt schlimmer erwartet. Ist gar nicht so schlecht. Ein anderes Aroma als Rewe und als Kamita. Aber schmeckt nicht so schlecht, wie sie aussehen. Alles klar. Kauft man dann vielleicht mal öfter. Guten Morgen. Es ist Tag 5, es ist 6:45 und es gibt grüne Bohnen und Wasser und Haferflocken zum Frühstück. Yay! So, das sind die fertigen Dinkelbrötchen und die werden jetzt belegt mit hier Dijon-Senf, Paprika und Räuchertofu. So, und das ist das fertige Ergebnis. Kommt jetzt in diese Plastiktüte. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hürth, wo ich, was drehe ich? Die Spezialisten drehe ich. Weil ich Geld brauche. Weil ich eine Formulatur in den USA machen will. Ich bin nach 4 Stunden Dreh wieder zu Hause angekommen. Es ist jetzt etwa 15 Uhr. Und es war sehr, 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 sehr weise von mir, diese Brötchen mitzunehmen, denn es gab, wie berechenbar bei Fernsehdreharbeiten, kein anständiges Catering. Es gab Weißbrötchen, es gab Fleischwurst, es gab Nutella, es gab Kaffee und es gab Süßigkeiten. Juhu! Also habe ich diese beiden Brötchen gegessen und ich denke, komme jetzt aber nach Hause und habe immer noch Hunger. Oder wieder Hunger, besser gesagt. Ich werde mir jetzt noch so ein Brötchen schmieren, vielleicht auch zwei. Und ich wahrscheinlich auch noch den Rest Räuchertofu aufessen. Das war's. Ich war einkaufen und zwar hauptsächlich Katzenfutter und das. Ich hatte so einen unglaublichen Heißhunger auf was Süßes. Und ich weiß nicht, wo das genau jetzt herkam. Entweder dadurch, dass ich heute bei den Dreharbeiten es mir verkniffen habe, mich bei deren Süßigkeiten, deren Billigsüßigkeiten, die unglaublich süchtig machen, zu vergreifen. Oder ob es daran liegt, dass ich getriggert wurde gestern durch den Muffin. Oder ob es an der allgemeinen Weihnachtszeit liegt. Und dass man sowieso viel zu viele Ausnahmen macht. Oder... am Zyklus kann es nicht liegen. Also ich habe definitiv jetzt gerade nichts... PMS-ähnliches oder Eisprung-ähnliches, überhaupt gar nichts. Also ich habe keine Ahnung. Aber diese Schokolade von Alnatura, vom DM, das ist eine 50-Gramm-Tafel, was ich sehr lobenswert finde im Vergleich zu den 200-Gramm-Tafeln von Aldi. Und die kostet allerdings auch 1,25, was genauso viel ist wahrscheinlich wie die 200-Gramm-Tafeln von Aldi. Dafür ist diese natürlich wesentlich gesünder. Das ist eine 80% Kakaoschokolade, man kann das. Ach, ich brauche eine andere Kamera, oder? Ich brauche eine andere Kamera, oder? Kakaomasse, Kakaobutter, Rohrzucker. Und das ist alles, was da drin ist. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und der einzige Grund, warum ich die noch nicht angerührt habe, ist, dass der DM Hustenbonbons in 2er-Päckchen zuckerfrei verschenkt hat und ich mich da auch bedient habe und das schon auf dem Rückweg gegessen habe. Leute, Leute, Dezember ist nicht meine Jahreszeit und ich wette, eure auch nicht. So, und irgendjemand hat mich gefragt, was ich eigentlich mit dem Dörrgerät mache. Das stand da. Ich mache da gar nichts mit. Ich habe das Dörrgerät seit 5 Jahren ungefähr. Ich habe es in meiner Rohkostzeit schon kaum genutzt. Und jetzt steht es hier natürlich auch nur noch rum. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich mal darauf zu besinnen, dass man Sachen, die man überhaupt nicht mehr braucht, loswerden sollte. Also habe ich das Ding sauber gemacht. Und werde es demnächst bei Amazon wahrscheinlich, vielleicht auch bei eBay, verkaufen. Oder wenn es einer von euch haben will, Dörrgerät, Stöckli, 5 Jahre alt, 50 Euro. Schreibt es mir runter. Und ausgegeben habe ich für diese Tafel Schokolade, wie gesagt, 1,25. Das macht als Gesamtausgaben an 5 Tagen 23,99 Euro.
macht pro Tag 4,79 Euro. Also ich bin fleißig dabei, auszugleichen, was ich am Weihnachtsmarkt zu viel ausgegeben habe. Und heute Abend werde ich wahrscheinlich mit Kichererbsen, Rest von Quinoa und der Gemüsemischung von Aldi zurechtkommen. Tag 5 und ihr erlebt bei mir eine abwechslungsreiche Woche in Sachen Gemüsefrühstück, weil ich wirklich sonst fast immer Brokkoli frühstücke. Und jetzt, wo ich auf Geld achte, unterschiedlichste Sorten Gemüse in meiner Pfanne morgens landen, weil der billigste Laden der Welt, Aldi, nicht immer Brokkoli da hat. Und jetzt gibt es heute dieses Pfannengemüse mit Blumenkohl, Brokkoli und Möhren. Und sonst dieselben Haferflocken. Ich bin von einem weiteren Einkauf zurück. Es ist jetzt Freitag, Vormittag. Und zwar habe ich Folgendes gekauft. Räuchertofu von DM für 1,55 €. Welcher 200 Gramm enthält, verglichen mit einem 250 Gramm Räuchertofu von Rewe für 2,79 €. 2,79 €, welcher noch nicht mal Bio war, im Vergleich zu diesem Räuchertofu von Alnatura, der Bio ist. Darüber hinaus gab es diesmal ein bisschen mehr, weil irgendwann gehen auch mir die Nahrungsmittel aus. Bananen, Romanaherzen, der gute alte Brokkoli, Tomaten und 2 Packungen Kichererbsen, was mich alles zusammen 6,45 Euro gekostet hat. Und warum ihr jetzt meine Schuhe da noch hinter seht, ist folgender Grund. Das wollte ich euch erzählen, weil ich das wichtig finde. Hier war die Sohle ab. Und weil ich nicht Teil der Wegwerfgesellschaft sein möchte und finde, man soll seine Sachen, die man hat, auch wertschätzen, also so sehr ich ein Fan des Minimalismus bin, so sehr finde ich auch, dass man nicht einfach Sachen wahllos wegwerfen sollte und auch nicht, sobald was kaputt ist, es einfach wegwerfen sollte, sondern dann hingeht, es gibt viele kleine Läden in jeder Stadt um die Ecke, wo Einzelunternehmer sich die Mühe machen, Sachen zu reparieren, also Schneidereien oder wie heißen denn die Leute? Schuhmacher, die euch sowas reparieren können. Das kostet mich jetzt 11 Euro, obwohl diese Schuhe, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt selber gekauft habe, meine Schwester hat mich mal darauf angesprochen, ob ich die von ihr hätte, denn sie hätte auch mal solche gehabt, sie hätte die aber nicht mehr. Und es kann durchaus sein, dass ich die irgendwo mal in unserem elterlichen Haus gefunden habe und dachte, bevor die hier rumstehen, nehme ich die mal mit, weil Schuhe kann man immer gebrauchen. Also habe ich die mitgenommen. Ja, ich finde, das ist eine gute Sache und ich finde, man sollte sowohl die lokalen Läden, die Einzelunternehmer da unterstützen, als auch nicht alles einfach wegwerfen. Denn wir bilden ja Müllberge hier und an diese Müllberge geht keiner mehr ran. Oder manche versuchen es. Ich habe letztens mal in Bild der Wissenschaft war es, einen Artikel darüber gelesen, der ist allerdings schon 3 Jahre alt. Deutschland hat keine Rohstoffe mehr. Dabei haben wir haufenweise Müllberge, wo unheimlich viele wertvolle Sachen, also besonders jetzt Elektroniksachen, eingebuddelt sind irgendwo, die man alle bergen könnte und wie viel Geld dann noch bliebe. Und von daher, ich finde das eine gute Sache. Und was mich auch beeindruckt ist, dass wir am Abendgymnasium im Englisch-LK über Indien gelernt haben oder gelesen haben und ein Großteil der Menschen, ich weiß nicht, so 70% der Bevölkerung in Bombay lebt vom Recyceln. Die finden einfach irgendwelchen Müll irgendwo und machen da dann wieder irgendwas raus, was man wieder nutzen kann. Das ist toll. Toll. Und auch was DM macht gerade ist toll. Man kann da seine gebrauchten Deo-Dosen wieder hinbringen und die machen daraus Kinderfahrräder. Also Recycling ist eine großartige Sache, aber bevor man recycelt, kann man auch seine Sachen, die man schon hat, reparieren lassen, was noch eine großartigere Sache ist. Wir sind beim Mittagessen angekommen und da wird es bei mir heute geben einen Salat mit Kichererbsen. Das war es eigentlich schon. Zutaten hier sind der Mini-Romana, ich habe noch ein paar grüne Bohnen vom Frühstück gestern übrig, eine Paprika wird noch reinkommen, dann ein Rest Zwiebel,
eine Dose Kichererbsen und das ist jetzt hier, das ist noch ein Dressing-Rest, den ich von meinem letzten Salat hatte. Der kommt allerdings zu den Dressing-Zutaten. Das Dressing wird bestehen aus ein paar Mandeln mit Dijon-Senf, mit Salz, mit Apfelessig, mit dem Rest von dem Dressing. Und das kommt alles in den Highspeed-Blender und es ergibt ein leckeres Dressing. Fertig. Mit einer Hand das Ding zu öffnen, ist nicht die leichteste Übung der Welt. Und hier ist das wunderbare, cremige Mandeldressing für meinen Salat. Es ist etwa 14:45 am Freitag und ich habe mir wieder zwei Brötchen geschmiert. Mit Senf und mit Räuchertofu, weil ich Spätschicht im Bioladen habe und eigentlich keine Pause habe. Also ich muss von 15 bis 20:30 Uhr arbeiten, das sind nur 5,5 Stunden und erst ab 6 Stunden kriegt man eine Pause. Sicherheitshalber habe ich mir dennoch was zu essen gemacht. Vielleicht kriege ich die Gelegenheit, es zwischendurch irgendwie zu essen. Ansonsten kann es gut passieren, dass ich zu irgendwelchen Sachen greife, die in der Verkostung sind, was meistens nicht gesunde Sachen sind. Also ich packe mir das jetzt ein und dann werde ich mal schauen, ob sich überhaupt die Gelegenheit ergibt, was zu essen. So, ich hatte Glück und hatte die Gelegenheit, im Bioladen meine beiden Brötchen zu essen. Was gut war, weil es relativ leer war. Und ich habe dort auch noch eine Flasche Adelholzener Wasser 0,75 Milliliter gekauft für 79 Cent. Was eine Ausgabe macht von 32 Euro in die paar zerquetschte, was ich durch 6 geteilt habe. Und da habe ich jetzt eine komplette Ausgabe für jeden einzelnen Tag in diesen 6 Tagen. Das waren 5,47 Euro.